Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Delta Rune Chapter 1, ihr 93 Tobi. Im letzten Teil haben wir uns dem Vater von Lancer, dem König, gestellt und haben alle seine Griffe ausgehalten und dann hat er erstmal so vorgetäuscht, oh ja, ihr werdet alles friedlich lösen, hat uns sowas von dermaßen ausgetrickst, aber Lancer kam dann zur Rattenstunde mit allen Anhängern des Königs, sie haben ihn dann gestürzt, Lancer ist der neue König, der, denke ich, seine Sache besser machen wird und Bracey hat gesagt, Susie und Chris können jetzt nach Hause gehen. Wobei ich mir dachte, braucht Bracey nicht unsere Hilfe, um die Fontäne wieder zu verschließen oder was wird jetzt für sie beide passieren? Gut. Das hier ist ja noch eine Art Demo, eine Demonstration. Was jetzt wirklich dann passieren wird, oder ob das dann nochmal in der Vollversion so zu sehen ist, das weiß ich ja nicht. Und was ich mich, weil jetzt wurde nämlich auch der Ritter, dem anscheinend der König sich hier angeschlossen hat, er wurde nicht gezeigt. Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Ich dachte, unsere Aufgabe ist noch nicht vollständig erledigt. Hey Chris, wait a second. Look. I know you wanna give a real goodbye to everyone, right? I mean, I'm all for leaving right away, but you know, we could go back a sec if you wanted. Ja, warum eigentlich nicht? Well, then what are we waiting for? Let's head back. Hat sie gerade gelächelt? Hat sie gerade wirklich hier freundlich gelächelt? Wir dürfen uns verabschieden, ach, ist das schön. Chris? Susie? You came back? Well, Chris just wanted to say bye, you know. Oh, actually, everyone here wanted to say goodbye too. Please let me know when you leave, alright? Yeah, we try not to skip you. Oh, die Kollegen habe ich da gar nicht gesehen. Okay, ich glaube, ich werde nicht alle Stimmen hinkriegen, die ich ihnen über das Spiel gegeben habe. Way to go, kids. Now we can go back to making the puzzles we love. And thanks to your donation, I could buy a new hat and some shaving cream. Du siehst wirklich cool aus, hab mich auch frisch rasiert. Das macht schon ein paar Jahre Unterschied. Na, geht's euch besser? Even a little boy can say something like, thank you. Thank you. I can go back to being a coat hanger now. Bye-bye. I asked him to come here, but there wasn't any interest. Und ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen, oder? Big Red B-Work! Bitte was? You're absolutely amazing! Honestly, we owe you! Ich glaube, die habe ich wirklich nicht getroffen, oder? Best, you're the best! Och, dankeschön! Dann, Horsey! You've another big help. Now all of us pieces can live in pieces. You did it. You outstarred that rotten tyrant. I'll happily accept a bounty of credit for my contributions. Unless the king repeals, in which case I did nothing. Du auch? Wonderful work, mein amigos. Thou hast tablets the tyrant, freed our credest. Truly history shall not forget. The tale of Ruxel Card and the three heroes. Du warst unser Feind gewesen, jetzt tu mal nicht so, okay? Alter, wie weit kann ich hier jetzt zurückgehen? I knew you could do it. So I was your enemy. I was shaming for you. That's how much I disliked my job. Ach je, die drei. The future looks sweet. Like a pile of beef spook, which is honey, I think. A kingdom with so much hope. Hope you didn't screw it up. That means thank you. Come to our next B-Day to. We have someone soon. If that's possible. Oh. Erinnert mich wirklich an Undertale, wo man sich am Schluss dann auch nochmal zurücklaufen und bei allen verabschieden konnte. Hattie looked at you proudly. Kiss. Och, hört auf, du Schamör, du. What's going on? I stepped through everything. Na, hast du nicht so viel verpasst. Och, hier mit Lancer, dem neuen König, na, wie macht's sich's auf dem Thron? Susie, Lupin and those Namen neglected to learn all along. I thought you were going home with. We were, but Chris wanted to say bye, you know. Ah,
really? That's funny. I thought you wanted to say bye because we're friends. Huh? I mean, I did not want to. So you're the king now, huh? Yes, and I'm changing some big rules. First, likeness are now legal. Second, prison is now only for dads. Sounds like some pretty good changes. Hey, your dad was protecting the fountain, right? Is it gonna be okay if we messed with it? I have no idea. But it's you guys, so I trust you. If something bad happens, we'll fix it out. Yeah, guess we'll just see, I guess. Well, see you later. Come back soon. There's always room in town for a couple of clowns. Aw, du bist auch mein Lieblingsclown. I'll be honest, at first we weren't sure who make our new king. I mean, Lancer has always been a bit of pain. But after seeing how nice he treats you guys, I think he'll be fine. Oh, danke schön. Will er nicht die Könige befreien? What ho? What about us? Aren't we going to be restored as kings? Ah, my treasure is unharmed. Carry on then. Gott, wenn's dem Schatz gut geht, dann kann er ruhig ein bisschen hier weiter im Urlaub sein, was? Has animals decided it's okay if the kings stay in the cages as well? But they'll have to put on animal ears and noses. Wenn schon, denn schon. Dich, Typ, habe ich auch noch nie gesehen. Ach doch, du bist der Koch. Mamma mia, what a celebration! Just call for a cake! And this time I'll make it out of metal or animals that can't eat it. Gibt's hier jemanden, der die essen kann? Oh, wir können nicht weiterlaufen. Because you rescued it, it grew to respect you. Well, actually, maybe it's trying to respect you. Nein, wir können anscheinend nicht an ihm vorbeilaufen. Wir können nur so weit laufen, alles klar. Also, meine Damen und Herren. So viele interessante neue Leute haben wir getroffen. Unglaublich, was diese Welt zu bieten hat. Und ich hoffe, es dauert nicht zu lange und wir können zurückkehren. Also, what I say, es ist auf Wiedersehen. Chris, Susie, are you leaving? Hell if I know. I'm just following Chris. Guess we'll just walk to the right if we are. Susie, Chris, are you going to leave? Ach, hör mal auf, mir das noch schwer zu machen. Ach nö! Ich kann Tränen nicht aushalten. I just wanted to say, I... Sehen wir etwas ein Gesicht? I really enjoyed meeting you two and... Hey, can you stop mumbling into your head for a sec? Can barely hear you, dude. Oh, I'm sorry. Ach, ich dachte, der hätte ein schwarzes Fell. Das war einfach nur ein Schatten gewesen. Okay. Da sieht man jetzt nämlich auch. Racer ist ja ein Anagramm für Azrael. Er sieht ihm ähnlich. Das mit den Hörnern hat man schon gesehen und hat eine Brille. Gut. Moment. Ist Racer ein Mädchen? Nee, oder? Ich weiß, ich kenne mich ja mit dem Namen nicht sehr aus, ob jetzt Racy männlich oder weiblich ist. Ist. Okay, vielleicht sagt Susie was. Chris, Susie, I hope I can see you again soon. Next time I'll make you lots of yummy cakes, alright? Ich glaube, Susie hat in diesem Spiel die besten Gesichter gehabt. Yeah, sure, dude. Let's go, Chris. Was war jetzt mit der Reaktion? Was hat das jetzt zu bedeuten? Hallo? Hey, Chris, I know you wanna stay, but we gotta go. Was war das jetzt mit der Reaktion? Wegen dem Aussehen? Weil sie zum ersten Mal Raceys Gesicht gesehen hat? Ist Racey ein Mädchen und ist vielleicht Susie selber an Mädchen interessiert? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es versteht, dann sagt es mir bitte. Ich bin manchmal wirklich so schwer von Begriff. Wow. Is this the fountain? Meine Nase wieder.
Don't know how, but it feels like we stumbled into something really important, didn't we? Das ist also die Fontäne, die man beim Turm also nur im Hintergrund gesehen hat. Also ist die Fontäne... Ich dachte, das wäre irgendwie eine Macht, die aus dem Boden bricht, aber so wie es jetzt, scheint, ist es eine Verbindung zwischen der Licht- und der Schattenwelt. Well, there's no time to think about that now. Right now, it's time to go home. Right, Chris? As you stood in front of the fountain, you felt something strange. It was as if your very soul was glowing. Moment, soll ich das verstehen? Das ist richtig, dass sozusagen Chapter 1 ist eine Geschichte an sich und das volle Spiel soll ja noch umso mehr umfassen. Dass vielleicht sozusagen dieser Abschnitt sozusagen nicht mal gezeigt wird, sondern das wird nochmal was ganz anderes sein. Ich meine, wir haben jetzt nur einen der vier Könige gesehen. What happened? I can't see anything. Hey, watch it! Ach, wir sind im Schrank wieder aufgetaucht. The unused classroom? How did we get here? Ich hab mich schon gerade gefragt, was quietscht denn hier? Hey, Chris. What just happened? Like, that wasn't a dream or anything, was it? Ich glaube nicht. Oder sind wir vielleicht hier auf Baustein ausgerutscht und haben uns dermaßen in den Kopf gestoßen? Anyway, as I was saying, let's just tell Alphys we couldn't find any chalk. Ich glaube, ihre Charakterveränderungen werden schon auffallen. The door's locked. It's a worn-down stuffed animal. Moment mal. Ich wollte im letzten Teil sagen, die ganze Welt hatte eine bestimmte Thematik, Spielzeuge, das ist euch wahrscheinlich schon viel früher aufgefallen. Wir hatten Puzzleteile, wir hatten Kartenspiele, wir hatten dieses Spiel mit dem Ball und diesen stacheligen Teilen, dessen Namen ich nicht kenne. Wir haben das Stofftier, das war der Händler gewesen, wir hatten die Schachfiguren. Und deshalb hier jetzt dieses Chaos. It's a checkerboard. There are pawns strewn on it. Playing cards spill out of a deck in the closet. It's a light switch. Die dunkle Welt, weil hier das Licht aus war. Oh mein... Im Prinzip... Also mit anderen Worten... Moment, was ist das für ein Bild da? It's a yellowed, poorly drawn picture of a green turtle. It's signed Elfin. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Keine Ahnung, was hier, war hier ein Spiegel gehangen? Vielleicht ein... War da vielleicht ein Spiegel gehangen? Wir sind durch den Spiegel gereist und dieser Spiegel hat sozusagen diesen Teil unserer Welt gespiegelt und deshalb hatte diese Welt diese Spielthematik. Was weiß ich denn aber? Oh, Alter, das ist cool. Das ist wirklich cool. Wenn das wirklich der Fall ist. It's a light switch. Ja, verstanden. It's a checkerboard, das habe ich auch schon gelesen. Alter, das ist cool. Ich drücke immer wieder die Taste. Man, the sun's already setting. Wie lange waren wir jetzt eigentlich weg? Everyone else must have gone home by now. Guess Elf is no better than to ask us next time, huh? Alter Falter. Das war der Schrank, wo wir reingekommen sind. Well, guess we should go. See ya later, I guess. Ich glaube, ihre Beziehung hat sich um einiges gebessert. Chris? Oh. Let's go back to tomorrow, alright?
Ach, können wir da einfach zurückgehen? Ach, es ist... Ach, so ist das. Es ist nicht, dass wir jetzt für immer weg sind, sondern wir können einfach durch den Schrank wieder in diese Welt reisen, oder wie? The Door's Locked. Ach, das wär's ja. Das wäre wirklich ein bisschen wie bei Narnia, ja? The Door's Locked. Ja, dass die immer wieder durch den Schrank zurückreisen können. Oh, Tatsache, hier können wir auch rein. Some kind of primitive sculpture. Who knows what it represents? Wahrscheinlich das Schloss, wo wir waren, hä? Hehe. It's a primitive drawing of your mom. Also ist das wohl die Klasse von der... von Miss Toriel. Miss Toriel is written in cursive on the dry erase board. Seems like it hasn't been erased in a very long time. It's a poster of several basic shapes. Circle, oval, square. Hyperdodecahedron. Bitte was? Was soll denn das für eine gewöhnliche Form sein? Davon habe ich ja noch nie gehört. Und, ist hier noch was? Nö, alle weg. Gut, alles klar. Es ist ja schon Nachmittag oder auch Abend. Also, ring, ring, wer ruft denn an? Chris? Whatever have you been doing? I sat in the car waiting for you after school for half an hour. I called and called, but you never picked up. You had your poor mother rabbit sick. Entschuldigung. Chris, I'm afraid I'm going to have to punish you. Huh? A friend? You were spending time with a friend? Yep. Sogar sehr vielen Freunden. Chris, I will make an exception this time. You can continue your adventures a little longer. But when you return home, you are going to have to go to bed early. See you soon, honey. Klick. Oh, ich darf noch rumlaufen. Jawohl. Das habe ich mir doch erhofft. Weil am Anfang sind wir hier nur mit dem Auto vorbeigefahren. Das heißt, hier kann ich jetzt noch rumlaufen. Deshalb, es wird wohl ein längerer Part sein, dass ich mich hier noch ein bisschen umschaue. Die, unsere Klassenkameraden. Na, Tammy. Gonna go to college. So Tim Stubby. Hard. She's reading a comic full of hot demon guys. Wer kann's ihr verübeln? There's an enemy review. Read it? No. Yes! Teen's Corner Monthly Tool Review. Mew Mew Kissy Cutie 2. Och, wer hat das wohl geschrieben? This reviewer had Mew Mew 2 as her first exposure to the series. And let her tell you, it makes Mew Mew 1 look like a dumpster with sparkly cat ears. With a darker storyline and more mature themes, the second one treats the viewer like a real adult. Instead of like an animal that would die if it goes 10 seconds without seeing a beach ball. Not to mention Mew Mew's character in the first one is more stale than the ramen I eat at home by myself with the lights off. Yep, das ist Elvis. Teens in order should check out this dark masterpiece. Signed, the anonymous yellow lizard. Hier wird's wohl nicht so viele gelbe Eidechsen geben, oder? I love reading books, especially the books upstairs. You should really read them. Ey, lass mich doch vorbei! You looked through the window to the computer lab. There seems to be a dog inside working at a computer. Seems like it's making a game. Seems like you shouldn't interrupt it. Seems like when the game's finished, you can go in. You just have to trust the dog. Okay, ich glaube, das sind jetzt zwei Anspielungen. Erstens, ich glaube, im ersten in Undertale gab es auch einen geheimen Raum mit einem Hund. Ja, diesen weißen Hund, der im Grunde ja schon, sage ich mal, ein Markenzeichen von Toby Fox ist, der anscheinend eine größere, tiefgründigere Bedeutung hat. Zweitens gab es, glaube ich, bei Resident Evil ein Easter Egg, wo man in einem Raum an einem Computer einen Hund gefunden hat, der das alles gesteuert hat. Soll das auch eine Anspielung darauf sein? Wer weiß das schon? Please remember my name. Please, I wrote a book to help you remember. Ach, by Hot's Fire Guy. Ach, den kenne ich doch. Lord of the Hammer. First in the award-winning fiction series by lauded historian Gerson Boom. Und der arbeitet hier oder ist das vielleicht irgendwie ein Verwandter? Chris, you've survived thoroughly. I was getting worried. Now you can finally pay off your family debt. How to True Dragons is 2,583 days overdue. However, Chris, I'm benevolent volunteer assistant.
If you turn it in this week, I'll reduce your fine to a mere 64.23. Consider it quits. Alter, ich kann ihn nicht ausstehen. Irgendwie seine überhebliche Art, sowas mag ich nicht. It's an unlabeled book. You look inside. Oh, I accidentally returned my personal journal instead of my book. Oh no, they're putting it into their catalog. Oh no, have to take it out every time I want to write a new entry. Oh, das ist blöd. There's a book here. You lick the page. It's delicious. That must be what they want by flavor. That must be what they meant by flavor text. Mmm, Erdbeere. Yummy. Ah, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Let's go meet. What's up? Katie's work is that I'm standing on our project. I've already copied a bunch of pictures. It's the same picture of a soccer ball 73 times. Jemand mag wohl Soccer. Alles klar, hier haben wir alles angeschaut. Was haben wir denn noch so zu entdecken? Oh, an deiner als Polizistin. Das macht Sinn. Hey, Punk. Get off the road. You're blocking traffic. Oh, wait. It's just Asgore's kid. Sorry. I'm a little worked up lately. The shop is so boring. Nothing ever happens in this town. I just wish something would shake things up. Huh? You got something to report? Help you? Nothing? Dark world? Hmm? What? There's a dark world inside the school? Sure, kid. There's no law against dark worlds anyway. That's a job for the school board. Got something to report? Elphys? Elphys? Who's Elphys? No idea who you're talking about. Why, did they do something illegal? Gotcha, if I see Elphys, I'll tell him. Phew, they're as good as that. Ah, also in dieser Version kennen sich Elphys und anderen gar nicht. Seht ihr auch wieder, ein Hinweis darauf, dass die Welt von Deltarune und Undertale völlig verschiedene Welten sind. Vielleicht die gleichen Charaktere, aber sie haben verschiedene Leben gelebt. So wie es ja der Toby Fox selber auch gesagt hat. Das ist doch der Typ, der in Undertale für so viel Geld einen Donut gekauft hat, oder? How am I supposed to get past this blue lady? I'm stuck. I guess I should just run away. Mach das lieber nicht, sie erwischt dich so. Police Chief! Police Chief Undyne is supposed to be directing traffic. But now she's doing it standing in the middle of the street yelling, get out of my way! She's the best, huh? I feel really directed. Na, wenn du meinst. Das Krankenhaus. Oh, da fühle ich mich doch gleich hier. Ich versuche gerade mich zu erinnern, ob ich in Undertale so ein Monster gesehen habe. Oh, it's you. I heard you play the piano again. The patients can't hear it well from here, but they personally enjoy it. Alles klar, spiele ich dir ein kleines Liedchen. It's an obligatory hospital piano, shrunk to fit in the corner. As a result, it's missing most of the good keys. Play it? Yes. Blink. Na, hat das dir gemundet? Usually plays piano a bit more beautifully. Is everything okay? You just seem a little sick. Naja, ich bin gerade durch eine dunkle Welt gegangen. Da hat mir wahrscheinlich das Sonnenlicht gefehlt. Oh, das ist die... Ich glaube, Noelle? Heißt die, glaube ich? Hahaha, Dad. I can't just say that to her. Who? Oh my god, I'd die. I'd literally die. Oh, was für ein Face. Noelle, sweetheart. First time I laid eyes on your mother, I walked right up and told you she was a hot piece of work. Really? Yeah, she slapped me so hard I blacked out. Dad, that doesn't help at all. Anyhow, how's Dragon Blazer 3 beat it yet? Nah, I'm still at the Ice Palace. I've been kind of waiting to finish it with you, Dad. Well, maybe you shouldn't wait. Was soll das heißen? Dad? You should bring it here. I'm bored as hell. Och, hab mir gerade schon Sorgen gemacht. Fine, you win. I'll bring it next time. Oh, it's getting late. Guess I better go. I've got homework.
Oh, that's a crew project, wise. Bird guy again? What's his name, Nerdly? It's, Birdly. Aber Nerdly passt auch. He's not that bad, Dad. I'll kick his ass. Ich mag ihn. Dad, you're not even supposed to get up. Bring him by the window. I throw something at him. Hey, der Apfel, nimm dies. Goodbye, Dad. Bye, honey. Oh, hi, Chris. Na, von wem hat sie denn gesprochen? Sie? Eine Sie? Ist eine jemand, an den sie interessiert ist? Hä? Well, you know my goddamn belts. Looks like Christmas came early. Oh. Christmas ist schon vorbei, aber danke für diese schönen Wortspiele. Alright, Chris, just give me the straight shot. Why are you here? Did your mom make you come here? No. Really? You've grown up a lot, Chris. I'm proud of you. Wasn't too long ago you were just the creepy kid next door. Now you're the creepy kid right in front of me. Ha 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 ha. Okay, seriously. Want a chat or something? Illness? So, why am I in here? Well, they found some crap, so it's just some tests. Yeah, it's no big deal. Nothing a holiday can't handle. I'll be out of here in the shifts, and I can go back to, I don't know, yelling at you for getting tangled in your light display. Chat. Don't worry, there's no way you can bore me right now. Family. Das finde ich auch interessant, dass nachdem das sozusagen die Hauptstory beendet ist, gibt's immer noch so viel zu tun. Chris, even if Reeves crown apart, we still love your family. After all, me and Asko wear colored pants, right? Oh hey, now that Asriel's off to college. Nee, Asriel, oder? I think he's doing any crazy parties like me and your dad. Heh, I'm just pulling your leg. Your dad was no party animal. Your mother, on the other hand, woo! She'd always fuss about going off. But once the party started, yikes, man. When she hit me clear across the room with a key lime pie. I got smashed into the snack table and top it everything. Tasty pie, though. Couldn't complain. Ja, es sind ruhige Wasser sind tief, sagt man ja. Wir waren in der Chat or something, that's not really gonna bore me right now, Noel. She's a sweetheart, isn't she, Chris? Smart, kind, sweet, couldn't ask for a better daughter. I just wish she wasn't so defenseless. Scary movies, bugs, Santa Claus, everything scares her. Oh, Santa Claus? And when it happens, she freezes like a deer in headlights. Remember, she used to even be afraid of humans under the bed. Chris, it was not nice of you to hide under there, by the way. Das hätte ich jetzt die Geschichte möchte ich ein bisschen genauer erfahren. Anyhow, that's what's so about being in here, Chris. Not what's going on with me. Just that, in the meantime, I can't be there to protect her. Keep an eye out for her, okay? Natürlich! Sir! Ja, Sir! Ich werde auf Tauf aufpassen, dass ihrer Tochter nicht passiert. Sie ist ein liebes Mädchen. It's a bunch of roses in a glass container. Hey, I'm happy your dad brought me flowers, but... Roses? What is this, man? Beauty and the Beast? Das wollte ich auch gerade sagen. Moment, eine Rose unter einer Glasglocke, das ist doch Beauty and the Beast. That ain't gonna work, man. We are both beasts. Woher kennt er eigentlich den Disney-Film? It's an angel doll. Its lack of facial features is unsettling. That angel, Noel and Tris. Noel and Tris made it in youth group. It's kind of like a good luck charm to me now. Oh, right. You and AZ tried to make one too, as Asriel. But you wasted the whole time making huge wings for it. Naja, ein Engel muss ja fliegen, von immer nach oben und nach unten. Patient name Rudolf Rudy Holiday. Hey Chris, you forget my name or something? Rudolf Rudy Holiday. Netter Name. It's a diagram showing a bunch of lines in a circle. Den haben wir hier. Nur die Frage, sah er schon vor dem Unfall so aus oder erst danach? This curse is rise of his utterly light guided me to this healing chamber. But my blood is boiling for battle. Alles klar, ich nehme ein paar Schritte Abstand. He looked inside the cupboard.
a very small obligatory piano hiding inside. Noch ein kleineres Piano. It's a classic 1-10 pain scale using IC as a model. At 0 pain he's happy, at 10 pain he's happy and sweating. Achso, weil er ein Eiswürfel ist. Wieso hat er verbundene Hände? Hat er irgendwie ins kochende Wasser gelangt oder was? Ja gut. It's one of those sliding beat toys that naturally spawns inside doctor offices. The beats march grimly along the set path. Gut, alles klar. So weiter. Da haben wir die Polizeistation. You knocked on the door to the police station. Someone's coming up to the window. They just closed the blinds. Hallo. Seems like the police aren't really feeling it right now. But I'm feeling it. I want to feel it. Kann ich nach unten gehen? Jo. Alter, wie groß die Stadt ist. Das ist eine Schildkröte, oder? Chris, what a pleasant surprise to see you here on a school day. There must be a reason that you came here at such a time. Entschuldigung, ich habe mich vom pinken Tuch da täuschen lassen. Ich dachte, das wäre eine Frau. I, Father Elwin, implore you. If you have anything weighing on your mind, please speak. Fruit juice, was? Chris, if you want some of our sick fruit juice, you should come to ourselves. Our choir sounds a bit thinner since your brother went away. Chris, it would be wonderful if you would sing with us. Or even participate to any extent, instead of just trying to drink the fruit juice. Fruit juice? Normaler Fruit juice oder ist es vielleicht Wein? Wo geht's denn hier lang? Hallo? Das ist ja ein langer Weg. Hallo? Was sind diese hier? Ein Lager, ein Bunker. Hallo? It's locked. Moment, ich hab doch, glaube ich, Items. Cellphone? Call home? Ring, ring. Chris, honey, what is it? What? Now I'm not giving you a ride home. Our house is not far. It's just at the top of town. Try walking. It builds character, honey. Klick. Okay. Was ist das hier? Kann ich hier noch was machen? Item. Ball of Junk? You looked at the Junk Ball in admiration. Nothing happened. Seit wann habe ich den Junk Ball? Und was ist das hier? Chris, I'm creating papers. I can't talk to you when you get back, alright? Our house is only at the top of town, you know. Gut, alle guten Dinge sind drei. Ich probiere noch einmal. Okay, sagt nichts anderes. Diese Tür, damit muss es doch was auf sich haben, oder? It's locked. Locked, locked. Höre ich irgendwie was? Hallo? Das kommt mir seltsam vor. Naja, Stats, Quiz, Weapon, Pencil, Armor, Bandage, Money 2, alles klar, sonst nix. Gut, dann gehe ich halt wieder. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat hier. Moment. Interessant, hier hören die Vögel auf. Hier ist keine Menschenseele. Was ist das für ein Bunker? Wahrscheinlich werden wir das ja später erfahren. Oh. Ja, ja. Diese Stadt birgt wohl noch ein paar Geheimnisse. Gut, was haben wir hier noch? Alter, ist diese Stadt groß. Ach, wahrscheinlich ein Friedhof, hm? Crystal, a snowy gemstone for a proud mother. Ach, Moment. Gaston, renowned historian, author and teacher. Mutler, a big bone for the leader of the pack. Shira, a karaoke microphone for a brave singer. Das sind, glaube ich, Monster, die man in Undertale getroffen hat. Gerson Boom Memorial Bench. Throughout my career, some of my best ideas came from dreams. Take a rest here, if anyone asks, you're writing. Ich glaube, diese Gräber haben was mit den Monstern zu tun, die in Undertale zu Amalgamates wurden. Moment, da ist doch was, oder? Das sieht doch hier anders aus, oder? Ja, dachte ich nur.
Alter Vater, ich sag euch das, wenn... Oh doch, hier geht's doch nicht so viel weiter. Ich werde diesen Part etwas länger machen, ich werde hier alles erkunden und dann auch das Ende dann ansteuern. Hey, short stuff, why would you possibly need to talk to the mayor? Your allowance too low. Ate too much candies, lost your fish in the wash. Hey, short stuff, that's what the cops are for. Natürlich, wenn mein Fisch in die Toilette runtergespült wird, da muss ich die Polizei damit beantragen. The mayor's charisma is about zero. It's now it's negative. But she works hard and has a good track record. So she wants an unopposed. That's politics, really. I'm sorry. The mayor is busy right now. If you need to see her, please try causing some terrible crisis. Das sollte sich arrangieren lassen. Gut, da war ich gewesen, da war ich gewesen. Alles klar, gehen wir mal nach weiter links. Weil Toriel hat ja gesagt, unser Zuhause ist ganz oben. Okay, hier geht's nicht weiter, gut. Erinnert mich ein bisschen hier an Earth... Wie heißt das? Earthbound, oder? Das ist ja jetzt euer verdammter Ernst. Hey, wie war seine Stimme? Hey, look who's walking around. Oh, ja, Kid. Great to see you again. Who's the hell are you? Great to see you again. Yeah, it's real nice, isn't it? Especially considering I've never met you before. The name's Sans. Sans the Skeleton. I'm new in town. What's up? Star? Hat ein eigen... Ach, nicht Quillbees, sondern... Moment, da ist was wegradiert. Vielleicht war das Quillbees und jetzt ist es Sans. Store? Behind me? Yeah, that's a grocery store. Unfortunately, it's closed. What a pain. I really wanted to buy some milk. Nicht Ketchup? Someone ought to complain to the guy who runs it. Da steht doch dein Name, oder? What's up? Ja, an gleicher Charakter, anderes Leben. Oh, das ist cool. Aber kein Pun? Da muss doch jetzt noch ein Wortspiel kommen. We just moved here, so I hardly know anyone. Why, got anyone I should know better? My teacher, my mom. Me! Weil Toriel ist ja in dieser Welt, ist sie ja noch mit Ascot zusammen. Whoa there, Tyler. You can't just jump straight into friendship. It takes time. Alright, that's enough time. Ah, take this. Call it whenever you feel like. You got Sans number. Ooh! What's up? Friends? You just moved here, so I don't know anyone. Why? Got anyone I should know better? My teacher. Elphys, yeah? I know about her. Came into the store with a suitcase and sunglasses. Thought she was part of the mob. She opened the case and stuffed it full of instant noodles. Paid in small bills. Then slunk out of the place. Pajamas trailing on the floor. Anyway, our relationship is, purely business. So, I guess I'll just let her do her thing. Alles klar. Was sagt er bei Toriel, bei der Mutter? Wahrscheinlich sowas wie, oh, nette Dame, hä? Your mother, hä? Too late. I already befriended your mom last night. Was soll das heißen? She's great. Came to the store to buy chocolate kisses. Said she's gonna lock her door to stop you from eating them. You sound like a fun kid, hä? Ach, deswegen. Hey, bud. Are you busy tomorrow? I need some help with something. Oh, was denn? It'd be great if you could come over. I live just next door, you know. Okay. Whoa, you were deliberating for a while. Gee, what's wrong? Don't want to hang out with a stranger? Well, guess I shouldn't complain. Huh? What are we going to be doing? Oh, I'm not going to be there. That'd be weird. Just gonna be you and my little brother. He needs friends. Och, Papyrus, meinte Papyrus? Ach, dann mit dem tue ich mich doch gerne nochmal anfreunden. Thanks for hanging out with him. See ya. Kann ich ihn jetzt anrufen? Was würde er machen? Cell, Sans Number. Ring, ring. Hello. You have reached the hotline for idiot babies. Please press 1 for idiots, 2 for babies, 3 for idiot babies and 4 for none. Why'd you call the hotline for idiot babies if you aren't an idiot baby? Click. No, you sneaky bastard, du. Kann ich schon reingehen? Knock, knock, knock. No response.
but the distant trowel of bones. Ah, da wird noch was kommen, da wird noch was kommen, ich sage es euch. Knock, knock, knock. Ooh, are you the human that lives at the top of town? Wow, my mommy told me about you. Does it hurt to be made of blood? Moment, hat er da oben gesprochen? Ob es weh tut, wenn man aus Blut besteht? Naja, nicht wirklich. Solange es im Körper bleibt. Knock, knock, knock. Yeah, that sounds like the knock of a beginner. Come back when you've gotten better at knocking. Moment, das stimmt, das ist Monster Teenager, oder? Yo, Chris, you've survived Susie, haha. I mean, I never saw her beat anyone up, but I'd be careful. Like, one time me, Snowy and Shockington were playing handball. Ich weiß jetzt nicht, wer der Shockington ist, aber ich glaube, der Witz ist, sie haben alle keine Arme und sie spielen Handball. Mhm. And she just kept creepily watching us from the corner. Then when the ball went over to her, she just froze solid. And kicked the ball as hard as she could right into Officer Undyne's car. So Undyne came out smiling, cracked her knuckles and totally wiped us at the handball. Anyways, Susie sucks, Chris. Haha. Ich hab sie näher kennengelernt. Sie ist ein ganz guter. Sie ist ziemlich, sie ist in Ordnung. Yo, you're lucky, Chris. You've got to miss class with Elvis. It's not fair. Ha ha ha. If I skipped class, my dad never let me hear the end of it. Ha ha ha. That's actually not even remotely funny. Aber ich lache gerne. Knock, knock, knock. Oi, Snowy. What did I tell you about locking the door wide? Don't do it. It's really gonna hurt your face. We don't have arms, you know. Aber er hat noch Füße. Man kann doch mit dem Fuß klopfen, oder? Elvis, was machst du hier in der Gasse? Chris, you okay? I was really worried when you didn't come back. Where did you go? Did you skip class? Well, don't worry about it. I'm the cool teacher, you know? You're not in trouble. Well, let me know if you need anything. Was liegt denn da? It's a saucer of milk. Ach, fütterte die Katzen, oder was? Oh, Chris. Did you want to talk about something? Flowers? Genau, was sollen hier die Blumen? Oh, these flowers? They are from your dad. He always asks how you're doing in school. Then gives me a bouquet of them. Actually, that he always gives me flowers. He really makes me wonder if he likes the awesome comic talent to him. Ja, er ist doch verheiratet. Ich glaube, er ist einfach nur ein netter Typ. Honestly, he kind of reminds me of a superhero, Chris. He's huge and could kick my ass. Okay, das will ich nicht aus dem Kontext nehmen. It's a trash can full of well-kept flowers. Ach, sie hat so viele Blumen, dass sie die auch mal wegwerfen muss, hä? Sonst wird sie ja überflutet. Chris, did you want to talk about something? Die Shock. Tut mir leid, keine Kreide da. Chris, even though you never got the shock, you deserve an award for trying so hard to find it. So, in return, I can let you borrow my homemade DVD collection of The Simpsons. You know, the sitcom about the middle-class monster family. It's got every episode in all 28 seasons. It's the funniest, most quotable show ever. But make sure you don't... Okay, sie erzählt gerade alles über den Mann, problem about his lust of focus and form his entire time earlier when the hair freaking friendship like animals and they were friends of the animals were against two and they let them knock on the end of the middle-class force face to stem and discover another earth on the other side of the sun would instead of gravitation we just have. Ein Teil davon habe ich nicht gelesen, den anderen Teil habe ich nicht ganz verstanden. You don't want to watch it? That's okay, Chris. Alter Falter. Ganz ehrlich, sie erinnert mich jetzt ein bisschen an meinen Bruder. Früher hat er sich, sag ich mal, wenig für Anime interessiert. Heutzutage schaut er so viele Animes und er erzählt mir immer wieder so viel Neues, wo ich mir auch nur denke, wohoho. Interessant. Did you want to talk about something? A saucer. Oh, the saucer of milk? It's for my kitty, Mew Mew. She's a perfect angel. Huh? What does she look like? Well, I've never actually seen her, but... Entschuldigung, meine Nase. Ever since I started putting out milk, it's been disappearing. So I'd like to think that there's a cat. My cat.
Gute Frage. Ist es wirklich eine Katze, die die Milch trinkt, oder ist es etwas anderes? Wer weiß das schon? Na, wer bist du denn? Icy's Pizza. Ah, das ist das Maskottchen, ach so. Hey, Schmier, Boss! Bist du der Boss? Fuji bieten Schwestern in Twang Summer Warm Many 24 Pizza Flavors. Verkauft Normal, Cheese, Ice, Gravy, Double Ice, Pepperonis and more. Stop on down at Icy's Pizza. Der erinnert mich an den Au-Uni, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, someone's actually here. Icy's Pizza, your number one spot for a piping hot piece of pizza. Hey, wait a second. I recognize you. Burger Pants? Und schon wieder arbeitet er für eine Fast-Food-Kette, hä? Moment. Der nennt uns Little Buddy? Little Buddy, it's me! Wanna chat for a minute before I lose my mind? Co-workers, yep. Ah, yes, Little Buddy, good idea. Meet the Rogues Gallery. Bluey is soft service, soft serve, obsessed, no concept of personal space. Okay. Na, okay, so. Neben Susi ist er noch der amtierende Champion, was die Gesichter angeht. Keeps accidentally purring his lashes on me and giggling. The warriors, shamefully absent to pizza-related injuries. Constantly terrorizing customers with fortunes. Entschuldigung. So. Die Art und Weise, wie ich mein Gesicht verziehen muss, da muss mir schon ein bisschen was entweichen. Purple guy, man. That guy, you gotta. Actually, does that guy even work here? Purple Guy? Das ist doch jetzt eine Anspielung auf Five Nights at Freddy's, oder? Ah, my co-workers, where would I be without them? A happy place, little buddy, a much happier place. Hey, little buddy, what's up? Chop? Make no mistake, little buddy. I taste pizza as hell. I can't think of for seconds without hearing. Be a team player. There's no I in pizza. Yes, there is. You're just the good aunt. But it's okay, little buddy. I've been saving up to go to Korlek where Essie is. I'll get a theater degree. Become a famous actor. Let's thank a join, little buddy. Alter, mein Kiefer tut mir weh, wenn ich seine Stimme mache. Asriel. Do you know when Essie's coming home? You can tell him this, but I really miss the guy. It'd be sweet to cruise around town like old times. Picking up, for example. Chicks. Which, as a matter of course, may not have ever actually happened. But one time a dying made eye to eye contact with me. While she was writing me a speeding ticket. Er hat sich nicht verändert. Ist irgendwie schön. The entrance is locked, no one's inside. Seems like all of the employees are outside in custom. Und wie sollt ihr jemanden bedienen? Ach, sie ist deiner. Alter, so viele Charaktere. Oh, well, takes a special, do you ever... Achso, we takes a special, do you have any edible clitter? The youngest one won't eat anything if it doesn't look like treasure. Oh, ist das nicht süß. Kann es sein, dass die... Im ersten Teil gab es ja diese... Ich glaube, die Katie, oder? Oder Kitty, keine Ahnung. Ist das vielleicht eine Verwandtin? Achso, Moment, ist doch die aus der Klasse. You're alive. Nice. I'm working. Oh, sie hat sich Sorgen gemacht. Hey there, haven't seen you in a while, huh? I remember back on Sundays after service, you and your family would come in and order the special. Cause things happened and then you all stopped coming together. But every Sunday you and your brother still come in. He'd order you a hot chocolate, and you two'd sit down at the table in the corner. Short shapes in the window with your beer. You must really miss him, huh? Was ist denn bitte passiert? Irgendwas Schlimmes? Here, how about this? Chris got the hot chocolate. Auch danke.
an der Haushahn. Und all da hast du einen großen Hut. Irgendwas zu kompensieren? Looking at my cracked body, you must wonder what kind of secrets I hold. My secret is, I put all my leftover pancakes in this giant hat. Deshalb riecht's hier schon so schön gebacken. An den erinnere ich mich, das ist doch der Wolf, der in Undertale den Eisblock geschoben hat, oder? Eiswolf does not like ice and drink. Eiswolf likes ice to be drink. Au! Natürlich, eiskalt gekühlt. Ich glaube, den Charakter kenne ich auch. In Undertale war das ein Löwe, der von Metaton ein Kleingeschenk bekommen hat. So for you two girls, that'll be the crabs, a cinnamon light, two bunny parfaits and a piece of firewood. Na, für wen wird wohl das Feuerholz sein? I like the vibe of the waitresses here. Maybe you should sign up too. Na, serving drinks wouldn't really suit the fire elemental. Wahrscheinlich würden die zu kochen anfangen. If I got nervous, I'd just melt all the ice. Kann ich mit dir reden? Hallo, du da hinten? Dude, remember when we used to skip the first hour of class to come here? You were fine, but I almost had to repeat the year's course of it. Those crabs were mad with, so delinquently is the best condiment. Alles klar, wenn's dir gut schmeckt, dann war's das wert. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Hier haben wir auch alles abgesucht. Mal sehen, ob oben jetzt noch was kommt. Alter, wie groß ist die Stadt? Oh, Noel, hallo. Oh, hi Chris. Did you need help with your homework again? I know you were having trouble last time, so I actually got a few things ready for you in case. Ah, wait, sorry, I can't right now. I forgot my house key and sorry Chris. I'll help you later if that's okay. See you at school, Chris. Was? Chris, did you want to talk about something? Susie? Ist sie vielleicht interessiert an Susie? Mit ihrem Vater hat sie über eine sie gesprochen. Susie, that's right, you were with Susie. When you didn't come back to class, I was worried, but everything turned out okay, I think. Chris, can I ask something if that's okay? Susie, I'm kind of curious of what she's like, you know? Oh, ich höre. I mean, who doesn't wonder about her? She never talks to anyone. So, Chris, could you tell me about her, if that's okay? She's nice, terrible, eats shock. Ja, she's nice. What? She's a nice person? Ja, wenn man sie richtig kennenlernt. Really? Like, really? Honestly? Truly? Ich schwöre drauf. I mean, that's just what I was hoping, but wait, this isn't another trick, is it, Chris? Nein, du kannst mir glauben. Like when you put ketchup on your arms and told me it was blood? Das war doch vorgestern. Really? You're serious? You're totally serious? Du glaubst mir nicht, so oft wie du nachfragst, hä? Gosh, then maybe I should try talking to her. But if I die, you're paying for my funeral, Chris. Wieso solltest du sterben? So, honestly, if she's nice, I might die too. Sie steht auf Susie, ich sag's euch. Something up, key. Hä? Why don't I ask my mom for the key? I mean, you know, she doesn't like it when I bother her when she's working. Don't worry, okay? I just go over to Katie's. Könnt ihr sie nicht einfach durch die Bäume gehen? Das sieht nämlich aus, als können sie einfach durch die Bäume gehen. Das ist Katie's, hä? Moment. Das ist die aus Undertale, oder? Little Chrissy, like what's up? Give Aunt Katie a hug. Mwah, mwah, mwah. Ich hab die raue Katzenzunge. Hahaha, I'm not even actually your aunt. Oh my god, can I talk to you about something? Actually, like anything, so your choice. Sister, Moment, hat sie eine Schwester? Ach, deshalb ist die so ähnlich. Das ist nicht die gleiche, aber die Schwester. Oh, how's Katie doing? I have no idea. We like totally can't connect at all. Aber sie reden ähnlich. Yesterday I asked if she wanted to hear me play the ukulele. She said no, and then she like told me my playing is an empty blessing from planet hell. What the heck, Chrissy? That's so cute. I love my friends. I love my freaked up little sis.
Naja, Geschwister, man wird mit ihnen geboren. Da muss man auch irgendwie mit ihnen auskommen, oder? Neighbors. Like that green girl next door? Oh my god, Chrissy, she's like my life villain. Das war, glaube ich, das Krokodilmädchen. Like the other day, I went to see Cat Patters 2 and the only other person in the theater was her. Then I went to Key Seas and ordered a Cat... Bitte was? Cat Puccino? Wie der wohl schmeckt? Na, viel Milch wahrscheinlich. And she like was already drinking one. She's such a copycat. Aha. Andere sind Copycat. Copygator? Aha, sie ist ein Alligator. Doch, also. Copyservice? Copydile? I don't know. She sucks. Ja, dein Cat Puccino. Azrael. Oh my god, Azrael. Like, what a cutie pie. Do you remember when me and him went to the dance? That was like, oh, the best night ever. Even though I spilled the entire punch bowl all over him. And danced inappropriately in front of your mom. Bitte was? And got arrested in the parking lot for making a scene. Bitte was? Hahaha, that was so much fun. Tell him I said hi. Ihm fehlt ein Arm, oder? Hey, neighbor, baby. When's your brother dog gonna come by? My girls love to see him. He's a sweet little man. Ach, das ist der Vater. He's just got one problem. He doesn't like my wife's cooking. What's wrong, Douglas? You don't like frozen cat food? Oh, naja, wenn man keine Katze isst, mag man die wohl nicht unbedingt. Was ist das denn bitte? There's some kind of scratching noise coming from inside, sind wahrscheinlich die Kinder. Yep, im ersten Tag... Das ist Napsterbrooks Haus. Unverändert. In Undertale sind die Catty und sie befreundet. Quiffy, like long time no see. What's up? Did you want to talk about something? Go away? Wieso sollte ich go away sagen? Neighbor? Oh, that chick next door drives me nuts. I keep seeing her everywhere I go. She's a total copycat. Like, why so? Doesn't she realize she'll never be me? Honestly, her whole family is like so trashy. Once her sister served me a coffee and I swear it was half cat fur. Like, get a high on that girl, for like your whole body. Wirklich, das unterschiedliche Charaktere. Also im Sinne von Charaktereigenschaften, das meine ich. Memories? Remember the time you wanted to hang out with us big kids? I was like, yeah, of course, just get us some burgers. Then like, immediately you actually got them. So I told you to go back and get some french fries too. Then a dozen miniature cakes. They were so good. I had like 6. Then I like suddenly got so sick I had to go home. Man, so like anyway, Chris, are you busy? Naja, das haben sie auch mit Burger Pants in Undertale probiert und deshalb hat er den Namen Burger Pants bekommen, weil er seine Hosen volle Burger vollgestopft hat und dann ist er hingegangen und dann ist das durch das Gewicht ist die Hose runtergerutscht. Das weiß ich noch. Oh ja, dadurch ist er gezeichnet fürs Leben. Go away. Oh, that's no way to talk to your almost sister-in-law. No, I'm joking, but like, remember the time I played Truth or Dare with Annie? I like made him give me his first kiss. Then your mom found out he kissed someone and like I think she basically dialed 911. I swear your family went to church like every single day that week. Das ist aber auch ein bisschen sehr knock knock knock. Auch ein bisschen sehr streng, oder? I'm afraid no one's home right now, darling. Now why don't you prance on home? Moment. Die Art, wie er redet, ist das etwa Metaton? Weil Metaton ist ja eigentlich ein Geist, der nur einen Roboterkörper hat. Kann ich hier lang? Die waren aus Undertale. Die beiden, die sich ihre Liebe gestanden haben. Oh. Nothing Patterson hanging at that lake with my best bro. Watching the waves go by. Ah, da sind sie Brüder, okay. Also Bros. Yo. True. Ah, da hätte ich jetzt irgendwie hier mit dem Riversman oder Riverswoman gerechnet. Was weiß ich. Was haben wir hier? It's your dad's truck. The floor of the front seat is littered with old papers and country CDs. Ach, Flower King hätte mir... Ah, Escort! Oh, das ist eine Cutscene. Er läuft alleine. Dumm-di-dumm. Oh, is someone there?
Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Here we are. Howdy, how can I... Oh, Chris. Oh. Oh, I'm sorry. I forgot if you don't like hugs like that. Well now, make yourself at home, Chris. You can help yourself to anything you like. Oh, ich will nochmal gedrückt werden. Say, Chris, I was thinking, perhaps when Azrael comes home, we could all go to the diner, just like old times. My treat. Doesn't that sound yummy? Oh. Ach, du liebes bisschen. Eine Anspielung auf die 1, 2, 3, 4, auf die 7 Kinderseen, die er ja in Undertale gesammelt hat, aber es sind Blumen, auch Anspielungen auf Flowey, der ja in Wahrheit, oh, ich will nichts verraten, falls ihr Undertale nicht kennt, aber es ist eine Anspielung darauf. It's a golden flower protected in a container. It's a cyan flower protected in a container, auch, was soll das wohl darstellen, hä? It's a door, it's locked. Was liegt denn hier? It's a small TV on top of some superhero comics. Ach, kann es sein, er ist zwar noch unser Vater, aber sie leben getrennt? Aktus könnte das Ereignis gewesen sein, dass sich Toriel und Eskor getrennt haben. Yes, these flowers are still kicking. Quite hard to take care of them in this climate. Ich bleib mal lieber ein bisschen weg von diesen Blumen, man weiß nicht, was passiert. Oh, Chris, before you go... Willst du mich nochmal drücken? Here, for your mother, our secret. You got the bouquet of flowers. Alles klar, werde ich ausrichten. Have a great day, Chris. Und ich werde sie auch ausliefern. Aha! Alter Falter, kann ich hier reingehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Chris, like, if you wanna come in, our cat flap is like always open to you. Durch die Katzentür? Nein, danke, da passe ich glaube ich nicht so gut durch. Jetzt sind wir zu Hause angekommen, alter Falter. Schon wieder über eine Stunde, aber das war es auch wert. Ich mache gerne finale Folgen sehr lange. Welcome home, honey. Did you have fun with your friend today? Ah, yes. By the way, I just finished baking a pie. Snail pie oder cinnamon butterscotch? If you go to bed, it will be cool when you wake. But do not eat it all this time, alright? Okay, Mom. Chris, what is it, honey? Flowers? Here. Oh, Chris, flowers? For your mother? How sweet. Sie sind von Asgore. These are from him, are they not? Ach, nehmen Sie doch an. Ist doch lieb gemeint. Well, worry not, Chris. I will find some place for them. Chris, what is it, honey? Pie? Chris, since only you and I are living here right now, it feels just a bit lonely, does it not? But fortunately, sharing a warm, freshly made pie is the perfect cure for such a condition. As long as I get to eat some, of course. Bin ich so... Ist der Chris so ein Schleckermaul? What is it, honey? Me. Chris, honey, you have grown up so much. Someday soon you will be going off to university as well. Remember when you were little? You asked when your horns were going to grow in. Aww. So we bought that headband with the little red horns on it. Ach, Teufelshörner, hä? Oh, you wore it for... Entschuldigung, meine Nase ist zu. For months. Whatever happened to it? Wahrscheinlich ist er zu groß geworden dafür, Azrael. Remember that video game you and Azrael used to play? What was it called? Super Smashing Fighters? Ich wollte gerade sagen, ich kenne einen Undertale Comic, ja, wo Azrael sehr gerne Super Smash Brothers spielt. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine Anspielung darauf. Das ist, oh. When he was very little, he loved the green lizard from that. Yoshi! Mein Yoshi wahrscheinlich, also von Super Smash Bros. We even had a birthday party for him themed around it. Your father painted all these eggs with spots as deck. Ja, er meint, ja, Anspielung auf Super Smash Bros. Und Yoshi. Oh, your brother loved it.
Until the next day, your father cooked them all for breakfast. Your brother just kept crying. Ever since he's hated that book about eating green eggs. Ach, von Dr. Seuss, hä? Alles klar. Oh, da ist der Kuchen. It's a butterscotch cinnamon pie. It's still cooling. Butterscotch cinnamon. Ganz ehrlich. Ich würde das gerne, würde den Kuchen gerne mal probieren. Nee, Pastete heißt Pastete, oder? It's only you. Kommt jetzt das Ende? Also, das ist jetzt wirklich die Bestätigung, das ist das Zimmer, also das Zimmer von Azrael und Chris und ja. Azrael ist ausgezogen. If you go to bed, this chapter of your adventures will end. Will you go to bed? Ja, ich habe alles getan, was man jetzt noch tun konnte. You decide to go to bed. Und wird jetzt noch irgendwas passieren? Irgendwas Besonderes? Oder wird er sich einfach nur ausruhen? Hm? Was ist los? Hat er... Was zur Hölle? Das war jetzt aber ein ziemlich... Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Oh, ich habe Angst. Oh, das gefällt mir nicht. Ich habe eine Vermutung, was das bedeuten mag. Suchst du was? Hat er gerade sein eigenes Herz rausge... Places that you know seem like fantasy. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. To be continued in Chapter 2. Puh, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich jetzt in so einem Spiel wirklich mal eine richtige Stimme gehört habe. Sonst waren das ja nur Körper... Oh, das Spiel hat sich geschlossen. Waren das ja nur Computergeräusche. Alter, was war das jetzt am Ende? Ich meine, im ersten Teil, gut, da war ja was gewesen mit Kara und einem vermeintlich bösen Geist, aber... Okay, was war jetzt nochmal passiert? Ich versuche das jetzt gerade nochmal zusammenzufassen. Er hat sein eigenes Herz oder eben seine eigene Seele aus sich herausgezogen mit einem manischen Gesicht, hat es in den Käfig gesteckt, hat ein Messer von irgendwo hergezogen, hat den Spieler mit einem blutrünstigen Blick angeschaut. Was hat das denn jetzt wieder zu bedeuten? Ja, wird man wohl in der Fortsetzung erfahren. Wurde er vielleicht von der Dunkelheit erfasst? Wer weiß das schon? Und ja, meine Damen und Herren, das war Deltarune Chapter 1. Mein Resümee dazu, wohoho. Ich glaube, ich und viele andere hatten lange darauf gewartet, dass ein neues Spiel von Toby Fox kommt. Und es war halt die Frage, wird es Undertale 2 sein? Wird es ein ähnliches Spiel sein? Wird es was komplett anderes sein? Und ich denke... Der Toby Fox, da habe ich ja ein Interview drüber gelesen, der hat gesagt, in diesem Spiel, man wird gleiche Charaktere sehen, aber es wird eine andere Geschichte sein.
in einer anderen Welt, also im Grunde wirklich wie eine Art alternative Zeitlinie oder eine Paralleldimension, in der Sachen anders abgelaufen sind. Und das hat mir einfach gut gefallen. Man hat alte Charaktere gesehen, man hat neue Charaktere gesehen. Die Spielerfahrung fand etwas anders, weil man war nicht alleine, man war in einer Gruppe unterwegs, hatte verschiedene Interaktionen. Die Geschichte mit Licht und Schatten ist ja auch etwas, was mich persönlich sehr interessiert, was ich faszinierend finde, einfach diese Sache mit Gleichgewicht, Gut und Böse, Licht und Schatten, Hell und Dunkel und so weiter. Und das jetzt am Ende, das lässt jetzt auch wieder Fragen offen, oder auch das, weil als wir in der dunklen Welt waren, hat man ja sein Telefon benutzt und man hat da, glaube ich, Geräusche gehört wie bei W.D. Gaster, der ja eine geheimnisvolle Person in Undertale war. Also, was dieses Spiel betrifft, es sind immer so viele lustige, interessante Sachen dabei und gleichzeitig auch viele mysteriöse und manchmal auch furchteinflößende Sachen. Das am Ende hat mir jetzt auch wieder eine gewisse Gänsehaut hier verabreicht. Was hat das zu bedeuten? Toby Fox meinte, die Entwicklung des vollen Spiels oder die Fortsetzung, das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen, aber Sie können sich darauf gefasst machen, meine Damen und Herren. Wenn das rauskommt, werde ich es weiterspielen, weil diese Spiele, womit die wirklich hervorstechen, sind einfach interessante Charaktere, eine interessante Geschichte und einfach eine Welt, in die man gerne eintaucht und die man immer wieder besuchen möchte. Und ja, also mir hat es wirklich gefallen. Und wenn Sie hier halt Undertale bereits kennen und haben sich das jetzt angeschaut, ist Ihnen doch so aufgefallen? Was haben Sie erkannt? Falls Sie es überhaupt nicht kennen, was halten Sie von diesem Spiel? Kann man es auch ohne Undertale spielen? Ich denke schon, man versteht dann die Anspielungen nicht, aber das braucht man nicht unbedingt, würde ich sagen. Und ich bin wirklich schon auf eine Fortsetzung gespannt. Und ansonsten, meine Damen und Herren, hoffe ich, hat Ihnen dieses Finale gefallen von Deltarune Chapter 1. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Projekt gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich ebenfalls wissen und teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, mit deren Langeweile verfliegen kann. Und was jetzt danach kommt, habe ich mich noch nicht entschieden. Das ist jetzt noch offener, weil dieses Projekt ist erstmal zu Ende. Und je nachdem, was Sie sich als nächstes bei mir anschauen, kann ich nur sagen, ihr 93 Chovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.